In all diesen Jahren, sage ich jetzt, habe ich mir immer überlegt, was kann ich machen, dass mir am liebsten alle lieben. Ja? Da habe ich mir mal überlegt. Ich wollte am liebsten, dass mir die ganze Schweiz gerne hat. Ja? Was kann ich dafür machen? Guter Plan. Ist nicht gegangen. Ich habe alles probiert. Das ist so mit deiner Persönlichkeitsstruktur, würde ich sagen. Ich war sehr wahrscheinlich ein bisschen zu gross für die einen, zu laut für die anderen. Ein bisschen grosses Maus, würdest du? Habe ich auch gehabt, aber das ist meine Attitüde. Ich nehme es natürlich als Kompliment an, wenn du als Schweizer im englischen Verein bleiben und dann machst du irgendetwas richtig. Und es ist mir auch sehr gut gelaufen und es hat mir unheimlich Spass gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, dann merke ich, wie wir sehr viel frustriert sind. Immer wieder. Und man ist nicht zufrieden mit dem, was man macht. Oder man ist schnell am Ausrufen, rummotzen. Ja, richtig. Und das sehe ich eigentlich in England nicht gross. Wir haben das schönste Land. Wir haben alles in dieser Schweiz. Es ist gewaltig, dürfen ein Schweizer zu sein oder in Schweiz geboren zu sein. Als ich geboren bin, das war in Frauenfeld, da war ich sehr sesshaft. Ich habe Eltern, die sehr sesshaft sind, die Schwester, die auch sehr sesshaft. Die sind alle im Frauenfeld, oder? Aber ich war der, der einfach immer ausreissen wollte. Ich weiß auch nicht, da bin ich ein bisschen schwarze Schaf in der Familie. Wie hat sich das geäussert? Gut, ich war in der Schule auch immer schon immer der Ausreisser. Also ich denke, meine Eltern haben Harte Zeit in deiner Jugend. Also Mutter auf jeden Fall. Der Vater hat geschafft den ganzen Tag, Mutter hat es auch geschafft, aber sie hat dann immer über den Mittag wieder zum Lehrer vorsprechen. Und da haben wir irgendwie durchgekämpft. Also, haben sie immer wieder den Fußball gestrichen, sind die Noten wieder rauf. Als ja. Drohmittel. Ja. Dann ist die Noten wieder rauf. Dann sind sie gemacht, schwupp. Im Fußball wieder dabei, jetzt hat das geschallt. Und das war immer ein Auf und Ab. Welche sind echt die wichtigsten Leitfiguren im Fußball, die dich nachhaltig geprägt haben? Klar ist, dass das angefangen hat mit meinen Eltern. Und ich einfach nur danken sagen, wie sie mir gezogen haben. Ja. Weil, wenn ich vielleicht von Anfang an schon irgendwie immer alles überkommen hätte, dann würde vielleicht die Karriere auch nie kommen. Ich wusste, was heisst, zu arbeiten. Ich musste auch zuerst meine Lehre abschliessen, die vier Jahre lang Lehre. Die Eltern haben mich nie nicht hören lassen. Ich sagte, du Bürstli, machst die erste Lehre fertig. Das war früher noch so. Gewesen, ja. Bist du noch Papi geworden? Sehr, sehr spät. Was hat das mit dir gemacht, die neue Rolle? Viele Freunde haben gesagt, hey, du musst Papi werden, du musst Vater werden. Du hast so, immer so mit den Kindern und mit den jungen Menschen, wie du umgehst. Und so. Und das hatte ich immer gerne. Ich habe immer Kind geliebt, über alles. Aber ich selber dachte, nein, komm, ich weiß nicht, ob ich jemand selber wie ein Kind habe. Aber dass jetzt alles noch geklappt hat, alles zusammen, das war natürlich das grösste Geschenk für mich. Und auch für meine Frau, ganz klar. Ich bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit noch darf wahrnehmen jetzt, mit eigenen Kind, weil die geben, du weißt ja das auch, die geben ja. Tagtäglich geben sie dir etwas. Obwohl dann ab und zu denkst, nein, bitte lass mich jetzt ein bisschen schnaufen. Einmal, ein bisschen schnauf, bitte. Ein bisschen schnauf, oder? Aber kaum bist du weg wieder, denkst, ich vermisse es irgendwie, ich möchte es wieder sehen. Nein, das ist es so, aber das ist wirklich das Größte.